Ja, hi, wir sind mal wieder da. Hallo ihr zwei, hallo ihr alle. Ich schaue hier gerade auf diese beiden wunderbaren Personen, die uns beim Aufnehmen helfen. Die haben wir noch gar nicht thematisiert, die wollen auch gar nicht thematisiert werden, glaube ich. Nee, also wir sind ein Team von vier mittlerweile hier. Wir haben jemanden hinter der Kamera stehen, der nicht genannt werden möchte, und wir haben jemanden am Mikro stehen, der nicht genannt werden möchte, plus uns beiden. Genau, genau so ist das. Und jetzt habe ich wieder genau gesagt, das soll auch so ein Anfängerfehler sein. Geschenkt. Wir haben überlegt, worüber wir heute quatschen. Und einer unserer letzten Videos war ja über den Gender Gap in Artikeln. Den Gender Gap soll heißen, es gibt viel, viel weniger Artikel über Frauen als über Männer in der Wikipedia. Da haben wir über die Zahlen und so weiter, haben wir über in dem Video gesprochen. Das kann ich nachher auch verlinken hier oben. Das ist kein Problem, wer das noch nicht gesehen hat. Wir haben erstaunlich wenig Kritik bekommen auf diesen Artikel, finde ich. Also es gab Resonanz, es gab ein paar Leute, die darauf kommentiert haben, aber wir haben keine Haue gekriegt. Eigentlich haben wir erwartet, wir kriegen jetzt jede Menge Haue und würden uns auch darüber freuen, wenn ihr das auch mal kritisch entsprechend kommentiert. Aber eigentlich gab es kaum Haue, sondern viel zu viel Lob. Ja, also ich fand auch, dass es gab Beifall vor allen Dingen von ganz vielen Leuten aus der Wikipedia, Frauen und Männer. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, so ein bisschen aus der falschen Ecke, weil das kam so rüber wie, endlich sagt es mal jemand, ihr habt ja völlig recht, ne? Als ob wir alles richtig machen in Wikipedia und es muss ja eigentlich nichts geändert werden, was natürlich auch nicht stimmt, ne? Das habe ich auch versucht klarzumachen. Was haben wir für Response bekommen, was haben wir für eine Reaktion bekommen? Ich glaube, du hattest auf Facebook jemanden, die geschrieben hatte, ich kann das mal aufrufen, das war, glaube ich, hier. Die haben geschrieben, ja toll. Na, wo war denn der Kommentar? Da. Genau. Finde ich prima. Das war Christina, die da was so geschrieben hat. Ja, toll, dass ihr euch mit dem Thema auseinandersetzt. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Diskriminierung. Und deswegen muss man natürlich die jeweilige Zeit berücksichtigen, was wir versucht haben zu tun beim letzten Mal. Und früher durften Frauen leider nichts und konnten so auch nur bedeutend seltener etwas Wikipedia-Artikelwürdiges tun. Und so weiter und so weiter. Umso wichtiger ist es, dass man eben auch da die entsprechenden Frauen sichtbar macht, die aus den Zeiten kommen. Ja, es gab da auch noch ähnliche Kommentare. Das war auf einer anderen Facebook-Seite. Da ging es dann darum, ja, Wikipedia ist aber jetzt endlich mal in der Position, diese Ungleichheit zu korrigieren. Stimmt nicht so ganz, weil wir können uns natürlich nur anhand von Quellen, die vorhanden sind, durch die Biografien arbeiten. Aber, also wie gesagt, da war einiges an Resonanz in der Richtung. Ja, das fand ich auch ganz spannend. Was ich heute gefunden habe, das hat am Rande, oder das geht jetzt auf das ein, was du gesagt hast, dass die Quellen, die wir haben, die Belege, die wir haben, ja oftmals auch journalistische sind. Ja? Und die Journalisten bzw. die Presse geht da inzwischen auch ran. Es gab da einen Artikel in der Süddeutschen, die benutzen ein Tool, das nennt sich Gender Equality Tracker. Und das kann man auf deutsche Zeitungen analysieren. Da kann man sehen, wie viele Frauen und wie viele Männer in den Zeitungen in der letzten Woche vorkamen. Ich glaube, ich habe ihn hier schon mal aufgerufen, der muss gar nicht laden. In den letzten 24 Stunden waren 25% der Namen und Pronomen in den deutschen Nachrichten, deutschsprachigen Nachrichten männlich. Und also zweimal so viel, also zwei Drittel, ein Drittel, kann man sagen. 65%. 65% waren Männer. Und genau. 34,8 also waren Frauen. Da sind die aber wohl dran, weil die benutzen tatsächlich auch dieses Tool und schauen. Also in der Zeit zum Beispiel, hier wird auch analysiert, welche Zeitungen dann die besseren Quoten haben und welche die schlechteren Quoten. Gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Wir haben jetzt hier Lässt sich das auch nach Themen organisieren oder ist es nur nach Zeitungen? Ich glaube, es ist nur nach einzelnen Medien. Ne? Also es sind ja noch einzelne Zeitungen. Das ist ganz spannend. Gut, ich meine von Taz bis Welt. Ne? Also, okay, Taz hat den höchsten Anteil an Frauen in der Berichterstattung und Welt den geringsten bei den betrachteten Zeitungen, die hier sind. Ungefähr 15 Stück, die sie hier betrachtet haben, genau. Ja, das ist jetzt nur mal so als kleiner Seitenaspekt. Auch da passiert was. Ja, und das finde ich eigentlich ganz spannend. Das mit der Diskriminierung. Also wir haben ja schon beim letzten Donnerstag mal darüber gequatscht und haben so ein bisschen diskutiert. Diskriminieren wir mit unseren Relevanzkriterien oder gucken wir vielleicht, also was ich mich frage, ist, gucken wir vielleicht nicht in alle Ecken, haben wir blinde Flecken? Also es ist ja auch bekannt, dass mehr Männer Wikipedia schreiben als Frauen, deutlich mehr Männer. Gucken wir vielleicht mit unseren Relevanzkriterien oder generell mit unseren Kriterien, beleuchten wir da nicht alle Ecken hinreichend aus?
um zu sagen, wo sind relevante Personen? Also wir haben mit Sicherheit weiße Flecken an der Stelle, da sind wir uns, glaube ich, einig. Weiße Flecken oder blinde Flecken, wenn wir hinschauen. Der Punkt ist halt, natürlich sind unsere Relevanzkriterien, meine, man darf sie in vielfältiger Weise kritisieren, die sind natürlich in einem Konsens der Community entstanden. Wenn die Community primär sich mit eher männlichen Themen beschäftigt. Ja, was ja auch noch so ein Ding ist. Ne? Was eher so ein, ja, was halt auch manchmal schwierig ist, dann haben wir relativ niedrige Relevanzkriterien, beispielsweise bei Fußballspielern oder bei Eisenbahn. Bei Eisenbahnen oder bei anderen Themen, genau. Und andere Themen kommen halt gar nicht wirklich vor. Also ich weiß gar nicht, ob wir Relevanzkriterien für Models haben oder für, ich muss jetzt wieder irgendwelche Frauenthemen suchen, was natürlich komplett falsch ist. Lass uns mal ruhig bei dem Biografie-Thema bleiben, aber wir sind jetzt schon bei so typischen Männer-Themen, Frauenthemen, das können wir vielleicht ein andermal nochmal besprechen. Weil das wiederum, da machen wir nochmal ein ganz anderes Fass von auf. Eben, was, ist das überhaupt typisch, gibt, was ist denn überhaupt ein typisches Frauenthema? Also die Benutzerin Nicola hatte uns ja beispielsweise, die ist sehr aktiv im Bereich Radfahrer, die meinte irgendwann, ja, Profi-Radsport gibt es Frauen eigentlich erst seit den 1950ern. Richtig, und so. Bei den Männern ab 1880 oder so. Das heißt, da wird es nie wieder aufzuholen sein, dieser Rückstand, den Frauen an der Stelle. Nur die Frage ist, gibt es davor, also wenn man rein diese, aber wir schauen uns Sachen an, Kriterien, die wir haben, sind messbar und zählbar. Genau. Ja, Leistung, ja, es ist so dieses... Und wenn es nicht zählbar oder messbar ganz mit harten Kriterien ist, dann sagen wir, die Abdeckung über Presse oder Ähnliches muss vorhanden sein. Damit sind wir wieder bei der Schleife, die wir am Anfang hatten mit dem Tracker. Ja, wir laufen in so einer Katze-Schwanz-Situation herum. Interessant war übrigens, ich war am Wochenende in München bei einem Treffen, wo es um Kultur ging. Da haben wir uns getroffen, unter anderem mit der Bayerischen Staatsgemäldesammlung und mit dem Lehnbachhaus. Großartige Sache. Und da gibt es einen großen Fokus auf den Blauen Reiter. Okay. Ja, und das Lehnbachhaus, die Jacqueline vom Lehnbachhaus hat erwähnt, ich werde das nochmal hinterfragen und nochmal nachfragen, ob es da tatsächlich auch Listen gibt, dass die Frauen, die Künstlerinnen des Blauen Reiters, aus ihrer Perspektive erstmal nicht so gut abgedeckt sind wie die Künstler in der Wikipedia. Fand ich eine spannende Aussage. Hast du da ein Gefühl zu? Ich habe mich mit dem Blauen Reiter nur ganz am Rande... ich müsste jetzt vor allen Dingen lange darüber nachdenken, welche Frauen da jetzt eigentlich zugehören. Womit ich mich sehr stark beschäftigt habe, ist die Berliner Sezession. Mhm. Ungefähr die gleiche Zeit, beziehungsweise ein bisschen früher. Die war tatsächlich sehr männerlastig, aber da gab es dann auch ein paar Frauen. Für die haben wir auch die Artikel, die da sind. Aber ob wir die alle haben, die dort relevant sind, das kann ich gar nicht beurteilen. Und vor allen Dingen, welche Tiefe das hat. Also ich habe ja mein Schwerpunktthema immer mal gehabt, den Lovis Corinth, und dessen Frau war auch Künstlerin, war auch aktiv in dem Bereich, hat lange Jahre ihn quasi begleitet und ist von der biografischen Abdeckung, auch von der Erfassung, was Literatur angeht, bei weitem nicht so gut darstellbar wie er in dem Fall. Darstellbar also, oder? Darstellbar, weil die biografische Grundlage einfach nicht fehlt. Darstellbar für uns darstellbar, meinst du? Genau, also das heißt, also da ist es super schwierig, Literatur zu finden. Ich glaube, ich habe mittlerweile sogar fast alles an Literatur über die Wilhelmine war die Tochter, jetzt muss ich Charlotte Corinth. Die hat auch das Werkverzeichnis quasi hinterher von ihrem Mann aufgearbeitet, hat da parallel selber noch Kunst gemacht. Das hat man jetzt oft, ja. Das hat man häufig. Nachlassverwalterinnen. Ja. Aber ihre Kunst ist halt tatsächlich immer sehr im Hintergrund gewesen, obwohl die jetzt, würde ich jetzt mal rein von der Ästhetik oder aus Laiensicht sagen, jetzt nicht schlechter war oder so. Es passiert ja was. Also ich hab vom Lehnbachhaus tatsächlich drei, ich habe die Jacqueline gefragt, was habt ihr denn noch für Lücken? Oder fehlt euch was in Wikipedia? Da hat sie darauf hingewiesen und sie hat mir tatsächlich drei mitgegeben. Ja? Sie hat mir sozusagen drei Namen mitgegeben, die noch keinen Wikipedia-Artikel haben, die sind nicht aus dem Blauen Reiter, sondern im Umfeld. Ich glaube, eine war sogar Sezessionsumfeld. Die Namen habe ich auf einer Liste, habe ich jetzt nicht hier, sonst nimmt mir die Artikel noch jemand ab. Nein, wir haben drei, die es tatsächlich noch nicht gibt. Die konnte sie mir so mehr oder weniger aus dem Stand sagen. Ja, das fand ich dann aber auch eine interessante Aussage. Ne? Also, sie ist natürlich in ihrem Thema drin, das ist auch klar. Ne? Also die sind ja auch sensibilisiert mittlerweile, genau für dieses Thema, genauer zu gucken, welche Frauen dort relevant sind. Das heißt, da wird auch eine ganze Menge aufgearbeitet. Gerade in diesen Künstlervereinigungen waren Frauen immer ein Thema, die aber immer eher im Hintergrund waren, auch damals schon.
Ja, was man noch, worauf wir noch hinweisen können, ist, dass es ein ganz tolles Projekt in Wikipedia gibt. Das ist das Projekt Frauen in Rot. Wir haben das beim letzten Mal schon gleich schon angesprochen, also beim letzten Video über den Gender Gap. Frauen in Rot bezieht sich auf die rote Linkfarbe von Wikipedia-Links. Also wenn du einen roten Link findest in Wikipedia, dann heißt das, der Artikel existiert noch nicht und die anderen Links sind alle blau, und wo es schon Artikel gibt. Und die roten Frauen sind halt die, wo es noch keinen Artikel gibt. Und da gibt es unendlich viele lange Listen, wo man tatsächlich auch anfangen kann, selber in diese Lücken zu füllen. Und das habe ich ja schon erwähnt, anders als in anderen Medien. Hier könnt ihr selber mitmachen. Schaut es euch an, vielleicht findet ihr ein Thema, über das ihr schreiben könnt und wo ihr einsteigen wollt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr uns begleiten würdet bei dem Thema, mehr Artikel über Frauen zu schreiben. Okay, dann belassen wir es dabei. Okay, und tschüss. Und tschüss.